Also, wie war die Story? Wir wollten mit einem Lautsprecher und einer Spule gucken, ob das stimmt, dass wir Strom erzeugen können. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es so nicht geschafft, aber wir haben gespielt. Wir haben wieder rumgespielt und das hier war eine meiner letzten Errungenschaften. Das ist so ein, na, sowas wie ein Plasmaball als Teller halt. Ne? Da hängt jetzt so eine Fraktalspule drauf. Geht wahrscheinlich alles. Die andere Seite davon hängt in der Luft. Wir haben gar keine Erde dran. Und hier leuchten diese LEDs bei dieser Voltzahl, bei 78 Volt. Ja, wir haben noch keine Erde angeschlossen und wie gesagt, ne, also uns hat sehr verblüfft, dass das höchstwahrscheinlich nur geht mit antiparalleler Verschaltung von den LEDs. Na, warte mal, da könnte man noch dazu sagen, beim ersten Test, wir haben ja die alle antiparallel geschaltet und wenn ich antiparallel hier rangehe, leuchten alle. Ach, ja, stimmt, genau, das stimmt. So, und wenn ich jetzt, haben wir noch eine einzelne? Nee, die habe ich alle verbaut. Alle verbaut. Wenn man jetzt mit einer einzelnen rangeht, dann leuchtet die nicht. Das habe ich ja selber, das glaubst du selber nicht. Ja, wir sind einfach nur davon ausgegangen, dass das Ding irgendeine Art Wechselspannung raushalten wollten. So. Einfach nur mal gucken, ob es antiparallel ein kleines bisschen besser geht. So, es ist egal wie rum, ne? Ist ja klar, weil es antiparallel ist. So, und jetzt trennen wir das mal auf. Mhm. Wie nennt man das überhaupt? Wie? Normal? Löwenzahn, zwei Punkten. So. Und das ist eine einzelne LED. Leuchtet nicht? Tut sich gar nichts. Ne, wenn ich jetzt hier... Oh, doch, die leuchtet. Die eine geht. Ah, oh. Interessant. Guck mal her. Ah. Okay, die eine geht, dann muss man so nochmal testen, weil ich die Hand dran hatte. Aha. Hey, jetzt geht die eine auch. Was ist denn jetzt los? Das geht doch gerade noch nicht. Du mal her, Lippi. Mach du mal. Also gegen... Ich bin kaputt. Ja. So, zwei gehen an die parallel. Eine geht. Hä? Und die andere geht. So, also ich muss das Video dann, glaube ich, nochmal schneiden, oder? Wieso ging das jetzt und vorhin ging es nicht? Weil wir hier erst mit der Spannung unten höher sind als vorhin? Nee, das kann doch auch nicht sein. Na doch, das könnte sein. Eine einzelne. Eine einzelne geht nicht. Fass du mal die andere an. So haben wir es ja vorhin rausgefunden. Okay, jetzt tust du mal an die parallel zusammen. Ja. Ja, so haben wir es rausgefunden. Das war aber vorhin hier genauso. Stimmt, wir haben es mal kurz hier getestet. Das so auch. Richtig. Das geht aber jetzt nicht mehr. Aber hier kann man es schön demonstrieren. Ne? Zack. Ne? Libby greift nur eine einzelne an, geht nicht. Auch die andere auf der anderen Seite greift er an, geht nicht. Geht nicht. Und dann zusammen, zack, geht. Ja, moin. Also jetzt nur zwischen uns. Hm. Jawohl. Ne, jetzt haben wir es, wir haben es auf Video. Wir haben es auf Video, ne? Das ist so, wie es gekommen ist. Ja. Jawohl. Wir hatten es zwar hier dran, aber das ist ja egal. Alles klar. Können wir rausschneiden. Wir wollten jetzt für euch nochmal so basteln, wie wir das vorhin gemacht haben. Also ich klemme jetzt mal die, wie hast du es genannt, die Spule? Ja, so ein Plasmaball als Teller. Ich klemme jetzt mal die Spule ab. Ach so, die Fraktalspule. Ja. Fraktalspule, genau. Genau, Fraktalspule. So, und wir haben trotzdem noch... Auf dem Kondi sind immer noch... 76,5 Volt, aber die LEDs tun gar nichts mehr. Also wir... Also am Kondi an. Also wir hätten jetzt gesagt, dass, ne, dass der Kondi das da... Ah, Moment, Libby, wir haben noch eine Diode drin. Die haben wir vergessen. Aber dann müsste wenigstens eine LED leuchten. Ja, wir haben ja hier noch eine Diode drin, im Kondi. Also können wir den Kondi abklemmen. Ja, das können wir tun. Ja, dann können wir so gleich schön zeigen, ohne Kondi. Aufi. Du klemmst ab. Den tun wir einfach mal hier, oder? Tu mal her. Den packen wir hier oben zwischen. Da kann ich den ganzen Klimbim ja auch abmachen. Das kann ab. Das kann ab. Du kannst es. Jetzt ist das Kabel hier, oder? Also, es geht auch ohne Fraktalspule. Ja, moin. Achso, das war ja, weil ich. Warte mal, je lauter du redest. Test! Hallo! Was? Test, test! What the fuck? Cool. Hä? Jetzt haben wir doch mit Soundstrom, Digga! Wir haben's doch. Ja, wie geht denn das? Aber der. Das ist ja abgeglitten. Müsste der Teller viel heller werden. Aber guck, der Teller ist die ganze Zeit genauso hell. Test, test.
Na gut, das, die Frequenz ändert sich vielleicht. Ja, da geht schon mehr drauf hier. Aber dass das hier extrem so viel ausmacht. Hallo. Warte mal, ich nimm. Nee. Ja, so schnell ist es nicht. Warte mal. Und haben wir das nicht gesehen, weil wir das dran hatten? Dann siehst du das ja nicht. Dass es unsere Stimmen sind. Ach krass. Das siehst du nur so. Ja, wenn's. Ja, ja moin, Equalizer gebaut, Leute. Guckt. Mit zwei Kabeln an der LED und Antiparallel und dann ein Stück Magnesium. Also klar, ja, das Magnesiumstück haben wir noch. Ein Stück Magnesium, aber ganz wichtig. Nee, aber das Ding, da hätten wir einen schönen. Das ist Magnesium. Da kann man so einen schönen Equalizer bauen, Digga. Wie geil ist das denn? Hä? Wie kann denn das als. Ja, egal. So. Mit Levels mal. Was ich euch noch zeigen wollte oder was mir wichtig war. Die Spannung. Hier ist noch eine. Das ist egal. Okay. Also die haben. Was hat man gesagt? Ungefähr 100 Volt. Die sind für 100 Volt aus. So, hier könnt ihr ja selber mal drei Stück in Reihe, ne? Antiparallel sechs Stück, aber drei in Reihe. Wisst ihr ja ungefähr die Spannung. Und ich finde das krass, dass wir hier rangehen können. Und jetzt leuchten ja die LEDs und die brennen jetzt nicht durch. Die müssten ja eigentlich durchbrennen, weil die haben ja viel mehr Spannung. Richtig. Also tut sich meiner Meinung nach, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber jener Verbraucher pegelt sich das ein, das ist doch auch komisch. Ja, das sieht so aus, richtig. Geht jetzt unser Ding? Stimmt, die müssen ja eigentlich durchbrennen, ne? Vor allem, wenn ich rangehe, geht es nicht mehr. Geht nur, weil wir eben keine Erde dran haben, Digga. Also, wer schon Equalizer bauen will, muss den Ding kaufen, ja. Muss man Link nachher holen. Alles klar. Ne? Ja, müsste theoretisch mit jedem Plasmaball funktionieren. Ja gut, jetzt müssen wir den Leuten aber die Spannung. Plasmaball oder, ich würde sagen, auch eine elektrische Fliegenklatsche müsste funktionieren. Na, was hat man gesagt? Frequenz waren 18, 20 Kilohertz circa. 20 Kilohertz. Wenn das Lügenmeter uns nicht belogen hat. Du hast ein bisschen rumgesprungen zwischen 18 und 20. Zwischen 0 und 3 Volt. Ach so? Gehen wir mal auf AC, vielleicht kannst du AC messen. 69, 45, siehst du das? Nee, ich muss dir glauben, Libby. Nee, das machen wir nicht. Na gut. Glauben gibt's nicht, ich mach dran. Ich brauche jawohl hier 79 Volt, 70 Volt, Wechselspannung. Gut, alles klar. Machen wir mal aus. Und wir machen jetzt nichts anderes, wenn du nur die Dings anklemmen. Und jetzt müssen wir so anklemmen. Jetzt müssen wir hier mal. Und hier sind wir bei 6,27 Volt, 6,3 Volt. Das finde ich irgendwie krass. Ohne dass sie durchbrennen. Ohne dass sie durchbrennen. Also der Verbraucher, der antiparallele Verbraucher scheint die Spannung festzulegen. What the fuck, man? Vielleicht sind wir alle total auf dem Holzweg, aber alleine das mit den Dings ist ja schon geil hier. Ich würde es jetzt Lichtradio nennen. Tu mal deinen Finger. Mein Finger geht nicht. So, nee, hier ist. Hier geht's nicht so toll wie sonst. Aber ja, Fleisch ist spannend nicht. Aber hier? Oh, du musst näher. Ah! Hier. In der Nähe. Haben wir gleich noch einen Detektor? Ah, ich habe eine Idee, Libby. Pass auf, jetzt leuchtet's. Direkt dran. Ja, kann man schon als Pflanzendicht nehmen. Warte mal, gehen wir mal ans andere Ende. Ah, das ist schon ordentlich hell. Hm? Guck mal. Ja. Warte mal, leuchtet die andere hoch? Ah, die ist nicht so hell. Doch, alle beide. Also als Heller läuft das ungefähr mit 12 Volt und 500 Milliampere, ne, muss man mal dazu sagen. Aber ich habe jetzt eine Idee, wie es vielleicht leuchten kann. Nimmst du es nochmal, Libby? In die eine? Genau, richtig. Und ich suche mir jetzt hier. Genau. Über den Fuß. Das geht. Fußpedal. Licht. Warte mal, bleib mal mit dem Fuß. Haben wir jetzt das Audio noch? Hui! Test, test, test. Nee, nicht mehr so sehr. Oder? Okay, mach jetzt mal. Nee. Jetzt haben wir das Audio nicht mehr. Es wird zu stark. Guck. Ist zu hell, ja, deswegen kriegen wir es nicht mit. Genau. Es ist trotzdem da. Aber das ist krass, dass es hier gibt's. Das ist ein Dimmer. Ey, da muss ich den Fuß noch ein ganz kleines bisschen bewegen hier. Krass. Ja, klemmen wir mal die anderen an, ne? Ja, jetzt kommen mal die
Das Endlevel. Größer haben wir nicht da. Ja, die Platte hier, die wird mit Soundsensor ausgeliefert. Das heißt, der reagiert auf Sound. Und wenn ich jetzt was sage, dann seht ihr, dass sich da an der Platte ein bisschen was ändert. Ja, und wenn man da sich jetzt einen Equalizer basteln will, einfach zwei 200 Volt LEDs in, nee, antiparallel zusammenschalten, die eine Seite davon an irgendeine Spule, die man drauflegt, und die andere Seite an die Erde. Jo. Dann geht's so mit den Schnippen. Und dann ist es auch schnell genug. Cool. So, jetzt machen wir mal. Jetzt will ich die mal sehen gegen die Erde. Das Grüne, ne? Es hat gefunkt, wo das rankommt. Du hast ja auch Kabel gefunkt. Ach so, weil hier ja die Masse liegt. Nee, ist das jetzt heller? Ich glaube nicht. Also auf der Kamera ist jetzt heller aus als vorhin. Nee, Erde ist gar nicht dran. Ach, die Erde haben wir gar nicht dran. Nee, das ist gerade abgeklemmt. Ja, ist heller, wenn du die Erde randust. Hier sieht man sogar einen Funke, wenn ich anklemme. Gegen Erde. Ein bisschen heller ist es, aber... Zeig mal auch, dass das zwei sind hier, ne? Mal so hinlegen. Noch an die parallel verschalten. Ja, mit an die parallel geht's super. Mit einem offenen Ende. Mit einem offenen Ende. Achso, das kann man auch noch schnell zeigen. Wenn ich die nur mit eben ranhänge, leuchten alle. Und wenn ich das so ran mache, sag ich mal, wie sich gehört, wobei natürlich jetzt antiparallel, null. Es ist auch, wenn ich mit einem Multimeter messe, ist auch null. Also hier direkt ran an der Spule. 200 Millivolt. DC? AC? Achso, vielleicht was sagen. Test. Ne. Also wir sind dran, ne? Hier